Also wir sind eigentlich gerade von hinten gekommen, wollten einen Freund abholen und dann hat es hier schon lichterloh in Flammen gestanden und Polizei und Feuerwehr war schon vor Ort. Ja, einen Meter hoch, also so hoch wie das Haus jetzt und so. Und das hat man von ganz weit schon gesehen. Die armen Leute. Um 21.42 Uhr wurde der integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst ein Brand eines Schuppens neben einem Wohngebäude oder an einem Wohngebäude in der Neckarhalde in Esslingen gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte es sich als ausgedehnter Brand dar, der bereits auf das Dach begonnen hatte überzugreifen. Eintreffen der ersten Kräfte gegen 21.49 Uhr bereits, aber da war letztlich der Übergriff schon erfolgt auf das Gebäude selber. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt außerhalb vom Gebäude und wurden dementsprechend dann weiter betreut durch die ersten Kräfte auch des Rettungsdienstes. Und es wurde ein umfangreicher Löschangriff vorgenommen. Es wurden zwei Einsatzabschnitte gegliedert, einer in der Heidestraße, einer in der Bogenstraße. Es waren insgesamt 4 Löschrohre eingesetzt im Innen- und Außenangriff, zusätzlich 2 Drehleitern mit den Wenderohren. Das Problem war letztendlich einerseits die Brandentwicklung innerhalb der Wärmedämmung und unterhalb der Verschalung, die umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich machte. Es war relativ vehement, starke Brandentwicklung im Bereich des Dachgeschosses festzustellen, die sehr impulsiv eben aus den Öffnungen des Daches dann rausgekommen ist. Das war der Grund, warum die Drehleitern im Außenangriff eingesetzt wurden, um diese massive Flammenbildung eben zu brechen. Von der Feuerwehr Esslingen waren 54 Einsatzkräfte mit 14 Einsatzfahrzeugen eingesetzt. Zusätzlich die Polizei Esslingen, der Rettungsdienst aus Esslingen, Stadtwerke und der Energieversorgung.